Moin Moin und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Tale & Such. Heute wieder eine Rezension von einem Kaleidoskop, in diesem Fall von Schattenleben Seattle. Hierbei handelt es sich wieder um ein PDF, 18 Seiten vollfarbig. Das stellt diesmal den Text dar, welcher in dem Core Rulebook der Amis in der Seattle Edition drin gewesen ist und hat sozusagen einen Bereich aus Regionalinfos zum Thema Seattle in der sechsten Welt. Die Amis haben dort ja noch den kompletten Band Emerald City, ich glaube, da heißt so, wo nochmal genauer in der sechsten Edition auf die einzelnen Stadtteile und ähnliches eingegangen wird. Und das hier soll sozusagen dem anfänglichen Spielleiter einen guten Überblick über die Stadt geben, immer ein bisschen so Seattle zeigen und halt auch ein paar Plots bereitstellen. Ja, die Texte in diesem Fall sind von Aaron Dykstra, Jason M. Hardy, J. Keith Henry, Danny Oliver, Louis Ray, R.J. Thomas und Malik Toms. Redaktion im Deutschen hat Benjamin Plager übernommen, die amerikanische lag dort noch bei Jason M. Hardy. Genau, Chefredaktion war im Deutschen Andreas A. Schroth. Und wir haben natürlich auch eine Übersetzung. Diese Übersetzung, die vorliegt, ist von Benjamin Plager, Lektorat durch Franziska Jessen und das Layout von Ralf Berjouk. Ja, ich sagte bereits, 18 Seiten erneut ohne Lesezeichen im PDF. Das ist schade. Aber bei 18 Seiten halt auch noch irgendwo verschmerzbar. Ja, es beginnt mit dem Kapitel Der Seattler Weg, wo man sich überlegt, warum Seattle? Warum ist Shadowrun für Seattle so da? Ist ein guter Punkt, denn Seattle ist halt der Punkt, wo Shadowrunner als Wort überhaupt geprägt wurden. Und wir gucken uns hier mal näher an, was genau bedeutet das eigentlich für die Welt, für die Akzeptanz von Runnern, die in Seattle arbeiten. Dann kommt noch ein kleines Kapitel. Moment. Unabhängigkeit. Ungleich. Freiheit. Ungleich. Unabhängigkeit. Das ist ein interessantes Kapitel. Denn wir gucken dort einmal auf ein paar Punkte. Was ist Abhängigkeit? Was ist Unabhängigkeit? Wenn wir diesen Titel jedoch nehmen und ihn einmal in den Kontext setzen, wir wissen ja, Seattle ist gerade eine freie Stadt geworden. Und das ist natürlich auch gerade in den 2080ern ein extremer Punkt von der Arbeit der neuen Shadowrunner. Spannend. Ja, danach kommt noch ein kleines Stück Prosa, Spiegelbilder in Neon von R.J. Thomas. Ich lese einfach mal kurz so eine Seite davon vor. Also, ist das ein einfacher Bergungsjob? Ja. Gibt es irgendwelche Einschränkungen, zum Beispiel hinsichtlich Kollateralschäden? Nein, nur das Ergebnis zählt. Ich nehme an, das Ganze ist dringend. Ansonsten hätten wir sie nicht kontaktiert. Besonders im Hinblick auf ihre momentane Situation. Ich verstehe. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich innerhalb so kurzer Zeit ein Team zusammenstellen. Das ist bereits in die Wege geleitet. Wir brauchen nur jemanden, der vertrauenswürdig genug ist, um die Operation zu leiten. Ich arbeite nicht mit Unbekannten. Das ist Teil der Bedingungen. Sie können natürlich ablehnen, aber damit hätten Sie gegenüber der Organisation immer noch eine recht substanzielle Schuld, was für Ihre bevorstehenden Ruhestandspläne ziemlich problematisch wäre. Das hört sich wie eine Drohung an. Keine Drohung, nur eine Tatsache. Wie auch immer. Aber ich habe Ihr Wort, hier und jetzt, dass all meine Schulden getilgt sind, wenn ich diesen Job annehme. Das haben Sie. Wenn Sie Erfolg haben, sind Sie frei. Aber, wie Sie so scharfsinnig kombiniert haben, die Zeit drängt. Deswegen muss ich es jetzt wissen. Wie lautet Ihre Entscheidung? Szenenwechsel. Dasher schob sich das letzte Stück eines Nutri-Bomb-Nahrungsriegels in den Mund, während mehrere Blitze über ihm aufleuchteten, schnell gefolgt von abgehacktem Donnerhall. Schmutzige, ödige Regentropfen fielen, während er seinen breitkrempigen Hut in den aussichtslosen Versuch herunterzog, trocken zu bleiben. Er widerstand dem Drang, seinen schwarzen Trenchcoat enger zu ziehen, um sich warm zu halten. Der schnelle Zugriff auf seine Waffen war wichtiger. Selbst ein Viertelkilometer entfernt warfen die Lichter des Dantes Infernos und anderer Geschäfte einen vielfarbigen Neonschein, der von praktisch jeder nassen Oberfläche in der Gasse reflektiert wurde, in der sich Dasher gerade befand. Für ein paar Sekunden sah er mehrfach Reflexionen,
alle in ein sanftes Pink getaucht. Knurrend bewegte er sich tiefer in die Schatten und schaute die Straße hinunter, während er auf das Ziel wartete. Laut Mr. Johnson würde das Ziel versuchen, ein privates und sehr sicheres Suborbitalterminal am SeaTac International Airport zu erreichen. Der ursprüngliche Plan hatte darin bestanden, per VTOL zu reisen, aber die örtlichen Wetterbedingungen machten das Vorhaben zu riskant. Also war Plan B, eine Bodenroute, in Kraft getreten. Drei Gruppen auf verschiedenen Routen, zwei davon Lockvögel, eine das Ziel. Aber Mr. Johnson kannte die tatsächliche Route des Ziels. Dasher hatte sich studiert und entschieden, dass sich ein Hinterhalt am besten eignen würde. Dasher überprüfte die Uhr in seiner AR. Wenn das Ziel pünktlich war, würde der Konvoi aus drei Autos in etwa 10 Minuten erscheinen. Jetzt musste er sich erst recht auf den bevorstehenden Job konzentrieren. Wenn doch der Rest seines Ad-Hoc-Teams es ihm gleich tun würde. Seit sie in Position gegangen waren, hielten der Rigger Nitro B und die Deckerin Kilo Byte einfach nicht die Klappe. Sie plapperten via Tech-Kanal über ihre P2.0-Profile und beschwerten sich unterschwellig darüber, dass sie den Hinterhalt nicht streamen durften. Dasha hatte das schnell verboten, trotz ihrer Proteste. Der Rest des Teams war nach Dashas Meinung genauso schlimm. Crossfire, der orkische Söldner, sprach den richtigen Jargon und hatte eine ordentliche Ausrüstung, aber praktisch keinerlei Ahnung von Taktik. Dann war da Carter, ein Straßendoc, der als Spezialist dabei war. Dasher war sich sicher, dass Carter ein Feigling war, der bei der ersten Gelegenheit flüchten würde. Twilight war eine Art Zauberin, aber sie schaute nur geradeaus und kommunizierte nur durch Nicken und Kopfschütteln. Der Einzige, der ansatzweise kompetent war, war Lady Parabellum. Anders als vom Rest des Teams hatte Dasher tatsächlich von ihr schon gehört. Sie war eine Senkrechtstarterin in Seattler Schatten und eine Adeptin, die wie eine Kreuzung aus einer professionellen Domina und einer Kommandosoldatin aussah. Unglücklicherweise besaß sie die Überlegenheit und Arroganz, die mit ihrem Namen einherging. Sie hatte Dasher am meisten verärgert mit ihrer absichtlichen Geringschätzung jeder Art von Autorität, die er ausübte. Aber zumindest hatte sie sich an den Plan gehalten. Das war also sein Team. Unter normalen Umständen hätte Dasher nie mit seiner Mannschaft gearbeitet. Aber die Entscheidung lag nicht bei ihm. Also musste er sich damit abfinden und hoffen, dass keiner von diesen Idioten dafür sorgen würde, dass er gegiekt würde, bevor er Seattle und dem Geschäft entfliehen konnte. Verdammt! Nach 25 Jahren war er so nah dran, dass er die Freiheit schmecken konnte. Dashers Gedankenfaden wurde jäh durch die Erkenntnis zerrissen, dass Nitro und Kilo plötzlich schwiegen. »Ziel in Sicht. Bewegt sich auf prognostiziertem Pfad. Ankunft in 30 Sekunden«, meldete Nitro. Ihr wollt mehr wissen? Dann holt euch den Schattenleben Seattle-Band. Diese Story geht noch tatsächlich satte 5 Seiten weiter und entwickelt sich sehr schön. Macht Spaß. Gut. Gehen wir weiter in der Rezension. Der nächste Bereich sind die Vor- und Nachteile. Da gibt es halt auch für verschiedenste Seattler Stadtviertel eigene Vor- und Nachteile, die nicht unbalanciert wirken. Wir haben natürlich etwas, womit wir mal wieder Verfügbarkeiten senken können, respektive den Einfluss unserer Connections steigern können. Wir haben die Möglichkeit, Edge zu generieren, wenn wir Überwachungsmitteln ausweichen. Das kommt aus Downtown, Big Brothers blinde Flecken. Das Ding finde ich ziemlich cool. Und wir haben in Council Island den Vorteil Salish-Schamane. Man kann Reagenzien anderer Traditionen wie die eigenen verwenden. Wenn man die Reagenzien seiner eigenen Tradition verwendet, braucht man nur die Hälfte der normalen Menge. Fand ich krude. Ich wusste bis dahin nicht, dass es Probleme gibt, wenn man Reagenzien mit fremder Tradition benutzt. Aber da scheint es offensichtlich eine Regel zu geben, die ich übersehen habe. Nichtsdestotrotz, halbe Menge an Reagenzien ist schon was Geiles. Kann man nichts anders sagen. Ja, dann kommen wir zu dem Bereich der Seattler Connections. Und das fand ich schön zu lesen, weil ich diese Connections kenne. Also ich kenne sie daher, weil sie in Shadowrun Missions aktiv auftauchen. Und in dem neuen Seattler-Band man tatsächlich die Geschichte von Bryn Red Taggart, einer Schieberin, über die ersten Abenteuer wirklich schön verfolgt. Ebenso taucht hier Nini Xiaolu auf, eine Dame, welche ein bisschen was mit den Triaden vielleicht zu tun haben könnte, so sagen Gerüchte. Dann haben wir Toil, einen Fomori-Troll, und Trouble, eine weibliche Pixie, die halt auch in den Missions immer mal wieder auftauchen. Danach haben wir noch ein großes Kapitel
mit verschiedenen Seattler Plots, wo wir halt auch Dinge finden, die wir direkt hineinwerfen können in unsere Runde. Das ist halt jeweils, wir haben ein paar Infos über den Charakter, die ursprüngliche Nachricht, ein paar Infos darüber, was bei dem Run passiert und können daraus ziemlich schnell einen Run strecken. Das finde ich richtig gut, weil es einem das ermöglicht, direkt in die Action hineinzuspringen. Nach diesen, ich glaube, 5 Seiten sind es, haben wir noch einen Bereich Regeln für Seattle. Das sind halt Sachen zu der besonderen Regenausrüstung. Die ballistische Kapuze kommt hier tatsächlich her. Und wir haben bestimmte Kartensoftware, welches uns auch ermöglicht, uns im Untergrund besser zu bewegen. Was dann noch dazu kommt, ist eine Sonderregel für Seattle, nämlich der Reputationsmodifikator. Wenn ein Charakter primär in Seattle gespielt hat und in Seattle 15 Karma erzielt hat, wird seine Reputation gegenüber anderen Runnern, die nicht in Seattle gespielt haben oder nicht in Seattle gearbeitet haben, um 2 erhöht. Weil Seattle ist nun mal der Punkt, wo man als Shadowrunner groß wird. Finde ich es cool. Genauso hat man noch eine Möglichkeit, die Fahndungsstufe ein bisschen zu verwandeln, wenn man in Seattle ist, indem man so Informationen an andere Organisationen durchsticht, wodurch dann mehr Leute sich auf etwas stürzen und man dadurch weniger in den Fokus gerät. Auch sehr neckisch gemacht. Ja. 18 Seiten, welche cool geschrieben sind, auch cool übersetzt sind. Macht echt Spaß zu lesen. Auch die Story. Zucker. Jederzeit. Ja. Was ein bisschen schade ist, ist, dass in diesen 18 Seiten halt wenig über Seattle selber erzählt wird. Also welche Stadtteile gibt es, wo geht die Action ab, welche Location gibt es. Aber wir müssen im Hinterkopf haben, dabei geht es halt auch darum, dass sie die Amis dafür einen eigenen Band haben, den wir im Deutschen, glaube ich, so schnell nicht bekommen werden, leider. Dennoch gibt es hier viele Fokuspunkte, wo wir halt einmal auf die Stadt selber gucken können. Wir haben halt die Vor- und Nachteile, wir haben die Plots und alles. Das hilft schon einiges weiter. Unter der Prämisse, dass es halt kein Seattle-Quellenband ist, sondern sozusagen ein Ergänzungsband zu Seattle, ist das Ding echt gut. Ich mag es. Ich mag es ja auch generell, wenn schöne Plots direkt vorgeliefert werden, die man kurz durchliest, an seine Gruppe adaptiert und dann was Schönes hat zum Spielen. Ja, zum Thema Artwork. Artwork ist wie üblich wunderschön. Also man, auch hier, genau wie im letzten Kaleidoskop, gibt es ein Artwork, was mir persönlich nicht gefallen hat. Aber da bin ich, glaube ich, ein spezielles Eichhörnchen, glaube ich. Ja, cooler Band. Vor allem halt, wenn man da ein bisschen als SL wirklich rein möchte. Als Spieler sehe ich den Band jetzt nicht ganz so relevant an. Eher als SL, der in Seattle leiten möchte. Ja, Links dazu finden sich nachher gleich in der Videobeschreibung. Ganz wie ihr es von mir gewohnt seid. Vielen Dank in jedem Fall fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Abo auf dem Kanal, ein Däumchen, wäre ein Träumchen. Natürlich freue ich mich auch über Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, ganz klar. Ihr könnt auch gerne auf unseren Discord joinen, dürft uns bei Patreon unterstützen und ich lege auch nochmal den Link zum Trello runter unten rein. Im Trello selber findet ihr immer wieder Shadowrun-Runden von Pegasus ausgeschrieben, wo man halt auch ein bisschen spielen kann, wenn man eventuell gerade keine feste Gruppe hat. Natürlich auf meinem Discord, auf unserem Discord, findet ihr auch immer wieder Runden, die im Bereich Missions laufen, ab und an nochmal eine Promo-Runde. Genau, da kann man auch jederzeit und jeder mitspielen. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und naja, legt euch nicht mit der Seedrachen an. Ciao, ciao!